wir denn? Meine ganze Kaserne ist tot. Ich kann ja mal gucken. Jaejo Joker im Arsch, Cedric Clark im Arsch, Rob Green im Arsch, Claudia Lang im Arsch, Walter Powers im Arsch. Elizabeth Hall, tot. Und die Rekruten hier, die, das sind die, die am Anfang gestorben sind. Nein! Offizierschule, achso, ich habe ja jetzt, dass die schneller heilen und so weiter. Er wäre aber weiter nach Aktivitäten scannen. Boah, ich muss hoch. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Schieß ab, das Ding. Bereit für Nahkampf. So, Skyranger losschicken, Rekruten. Oh, ich hoffe doch. Medikit, Scope, Splittergranaten. Na komm, arbeiten hier. Da wo ich nicht alle gleich sterben lassen wollen, nimm mal eine Nanofaserweste mit. Medikit, Splittergranate, Scope als Scharfschütze ist sehr gut. Wir arbeiten, komm, Bewaffnung. Du kriegst nochmal das mit. Medikit mit. Ja, eine Splittergranate mitnehmen ist nicht schlecht. Wir ziehen in den Krieg! Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ja, Action. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten Sie sich hoffentlich fern. Boah, ich hoffe, ich krieg nicht wieder auf den Sack. So wie eben, ey. Das war eine ganz schön krasse Central, Mission. Alter. Hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Wo ist denn das Vieh? Das Ding, wo ist denn das abgestürzt? Irgendwo hier, da hinten ist es, okay. Vorwärts! Dahin. Peng heißt er, er macht Peng! Seid ihr? Noch nicht zu sehen. Aber jetzt. Die Aliens kommen nicht raus. Das macht mir Sorgen. So, Aliens. Zeigt mal, was ihr könnt. Was zur Hölle? Was war das für ein Geräusch? Da drin ist was. Das gefällt mir nicht. Feindtruppen. Ah, Sektuin. Gehen hinten rum, okay.
noch Sato. Schicken wir auch mal dahin. Okay, das war voll daneben. Was machen die Aliens? Sie schießen. Mir geht's gut. Und treffen nicht. Diese unter Beschuss. Auch daneben. Werden wir es mal versuchen mit einem Präzisionsschuss. Auch daneben. Ich glaube, ich komme gar nicht durch diese Materie. Ich meine, ich kann es mal versuchen, hier reinzukommen. Um solch einen Aufprall bei dieser Geschwindigkeit zu überstehen, müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. Ja, das glaube ich auch. Was machen die Aliens? Der eine geht auf Feldposten und Nummer 2 macht nichts. Doch, schießt und trifft nicht. Sehr schön. Oh, da sind noch mehr. Oh, nicht die fliegenden Scheißviecher. Schieß ab, schieß it ab, schieß it ab. Wenn man sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Oh Gott, jetzt krieg ich auf den Sack. Oh ja. Sie umgehen mich. Ziel eliminiert. Habe ich die gerade beide weggemoscht? Ne, stimmt, der steht da vorne noch, ne? Was zur Hölle? Scheiße. Ziel verfehlt. Ey, von draußen treffe ich die nicht. Ja, super, jetzt kriege ich auch einen Sack. Ja. Er ist Feldposten, was macht er? Er kommt rein. Und was macht er? Er geht in Deckung und schießt er? Nee? Doch, er schießt. Okay. Er hat daneben geschossen, was macht er? Oh ja. Ich wollte auf Tab drücken, genau. Feuer. Weg das Ding. Und tschüss. Nee, da gehen wir ruhig ein bisschen dichter ran. Obwohl da eine Feldpost ist. Ja, ist egal, wir gehen mal bis hier. Und jetzt. Was? Hat Philipp noch? Dem gehe ich jetzt von hinten rein. Treffe ich so schlecht? Ich kann es ja versuchen. Scheiße. Ich hab's noch geballert. Ah, komm. Das können wir's werden, wa? Schieß ab, das Ding. Geil. Wurde befördert. Juhu. Sie treten den Rückzug an. Dich hole ich mir. Auch wenn es ein Hinterhalt sein könnte. Dich hole ich mir. Ich stelle mich jetzt mit ihm.
setze ihn auf Feldposten. Wenn er da durchkommt, kriegt er auf den Sack. Rein da! Hier, ne? Da oben sitzt er? Gut, wen haben wir hier? Okay. Weiter rein. Ja, ich gesehen. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Ich habe ja sonst nichts zu tun, Leute. Nee, das ist, ich kann nur bewegen oder schießen. Das ist es ja. Ja, das ist ein bisschen... Na, treffe ich ihn? Ist keine Bedrohung mehr. Aber geil. Alien-Aktivitäten, was? Sind hier noch mehr unterwegs? Wie jetzt? Er ist ein riesiges Raumschiff, ne? Da wird bestimmt in den einzelnen Sektoren hier auch noch was sein. Wenn ich Glück hab, ja. Er steht schon mal am Bordcomputer. Na, ich weiß nicht. Da gehen wir mal hingucken. Das war das Tor. So laut war. So, Aliens. Was habt ihr vor? Nichts? Okay. Was ist hier mit dem Bordcomputer? Soll ich den nicht irgendwie mitnehmen oder so? Ich kann damit irgendwie nichts machen. Gehen wir mal da rein. Wir sollten alles versuchen, um eine dieser Pulsbogen einzufangen. Ja, den bei einem Pulsbogen einfangen. Konventionellen Waffen bleibt nicht viel von ihnen übrig. Warte, wo ist der mit dem Pulsbogen? Ich muss eine neue Deckung suchen. Wo ist das Elend? Wer hat das Ding bei? Er hier hin. Der Peng. Dann kann ich die Dinger einfangen. Weißt du? Die schießen nur, wenn ich denen das sage. Das. Nee. Nachgeladen. Die sind bis jetzt immer irgendwie gestorben. Auf Glück sozusagen. So, was macht das Vieh? Was macht es? Ja. Alter! Porter wurde getötet. Doch, 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 doch. Na, kann ich ihn. Ich muss ihn betäuben. Ausgezeichnete Arbeit. Jawohl! Zurückkehren beginnen wir mit der Analyse dieses neuen Artefakts. Einsatzziele erreicht. Ein Rekrut gestorben ist nicht schlimm, aber wir haben das Ding gefangen. Ja, aber wir es können. Zurück nach Deutschland! Oha, da ist das Ding. Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht... fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten.
Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja, die ganzen Rekruten wurden befördert. Und sie wurde auch befördert. Verkrüppelnder Schuss. Dieser Schuss setzt die Hauptwaffe des Ziels außer Gefecht. Der Gegner kann sie durch Nachladen reparieren. Was ist das? Ein Abtaster. Zwei Runden lang eine neue Sichtquelle. Ne, ich nehme mal das. Steht ihn. So, okay. Außenweltler-Splitter. Drei Schwebeleichen. 22 Illyrium. Drei Alien-Legierungen. Waffen UFO beschädigt. UFO-Energiequelle beschädigt. Weiter. Dünner Mann-Autopsie ist noch bei. Technikabteilung, was ist da noch los? Genau, ich müsste doch jetzt die Schalenrüstung bauen. Die kann ich doch kasieren. Soldaten. Diese Körperpanzerung wurde nach dem Vorbild der Legierungen entwickelt, die am Raumschiff der Aliens eingesetzt wurden. Sie sollte leichter und stärker sein als alles, was wir früher verwendet haben. Very nice. Was mit dem Rest? Ein Tag noch verwundet, dann kommt J. Jones Joker zurück. Yay. Gehen wir mal noch eine Runde scannen. Ja, hier Forschung. Was sagt die Forschung? Achso, dünner Mann ist fertig. Okay. Neue Forschung, Außenweltler-Splitter. Natürlich wollen wir das erforschen. Alien Navi Strahlen Skelettanzug. Auch wenn das Gewicht dieser Rüstung erheblich reduziert werden konnte, hat ihre Schutzwirkung dadurch nicht gelitten. Gewicht ermöglicht es zu den Anzügen, den Kletterhaken zu kommen, den Prototypen getestet. Schweber-Autopsie müssen wir auch, aber erstmal Außenweltler-Splitter her. Projekt beginnen. Kaserne, Soldaten anzeigen. Und da ist wieder, die Hälfte ist wieder da. Da ist er. Den könnte er doch auch noch. Nö, obwohl die Nanofaserweste behält er auch noch. Ist auf jeden Fall stark geschützt. Unsere Deutsche im Team. Ich muss noch ein paar Sachen bauen, sehe ich gerade. Ich brauche noch einen Pulsbogen. Und Kohle ist auch wieder alle. So, dann wollen wir mal gucken. Forschung ist dabei. Technikabteilung können wir gerade nicht. Okay. Gehen wir wieder zum Scanning. In Deutschland. Rakete los. Greife Feind an. Schieße ab. So, Joker mit Rekrut. Muss ich einen Rekruten mitnehmen? Nee. Genau. So. Unterstützer mit Nanofaser, Scope, Splittergranate, Medikit. Okay. Einsatz. Haben Sichtkontakt mit dem Angriff. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Mal wieder. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Mal wieder. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Mal wieder. Also dasselbe wie immer. Sehr
selten. Also selten hat man mal Zivilisten. Ne? Steht ja, man soll die retten und so weiter. Hauptquartier bitte melden. Big Alter, die hat jetzt richtig Energie. Erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. So, der Joker geht voran. Clark stellt sich hier hin. Macht einen Feldposten. Ah, ne, geht gar nicht. Okay. Dann geht's hier erstmal an Deckung. So. Gehst da hin. Na, ist meistens, also die UFOs, die stürzen immer meistens in derselben Richtung ab. Wenn man Glück hat. So, die Aliens sind am Start. Ich höre die Aliens. Also, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Das UFO ist höchstwahrscheinlich... Ja, ich weiß, wo das UFO ist. Jo, da ist das UFO, okay. So, Joker, du alter Yeti. Ran am Feind. So, mal gucken. Wo gehen wir mit ihr? Erstmal da. Nee, das heißt Medal of Honor Warfighter, mein Freund. Ist ja auch von denselben Herstellern. Ach nee, sind das schöne Diskussionen hier bei mir in der Bude über Battlefield und Medal of Honor. Ja, wir sind wieder dabei, irgendein UFO einzunehmen. Und falls ihr euch wundert, was hier alles so gequatscht wird, wenn ich mal nebenbei eine Antwort gebe, die einfach hier nicht reinpasst, dann quatschen mit meinem Kumpel, der sitzt. Leider ist das zweite Headset gerade nicht angeschlossen, sonst könntet ihr auch hören, was er quatscht. Hoch mit dir. Oh doch, das UFO hat einen mitgekriegt, muss ich sagen. Ja. So, der Yeti geht voran. Feinde gesichtet. Yo! Die fliegenden Mistkrüppel schon wieder. Joker wird hier der Hirn stimmen. Ist schon soweit. weit. 70%! Feuer! Geht doch! Voll weggesnackt, die Sau. Der haut ab. Oh, da eine Seite. Oh, dünne Männer. Ah, die scheiß Infiltrator. Was ist da oben noch los? Weiter nichts, okay. Clark, du bist Scharfschütze. Du gehst voran. Ich hab doch hier einen stehen. Was sagt die Granate? Ah, die kommt nicht bis da. Okay, dann bleibst du da oben im Feld. Trifft sie von hier gut? Nee, leider nicht. So, erstmal da. Schießen kann sie leider jetzt nicht mehr. Und hier hinten ist noch Saat und Schicksal. Joker, was machen wir mit dir? Er wird niedergehalten. Er schießt immer weiter drauf.
Arsch. Er ist Feldpost. Immer gib ihm! Feuer. Headshot! Das Vieh habe ich auch schon mal gefunden. Verdammt! Und trotzdem nicht getroffen. Außerirdische in Sicht, greife an! Oh, schon wieder das. Ne, Scheiße, ne, jetzt bin ich ja gefickt. Ich kann den anderen gar nicht treffen. Oh, Feldposten. Der Tod nieder? Ja, Latex. Feuer. Das ist nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Haben wir schon mal besser gesehen, Madame. Ey, das kann nicht sein, dass es so wenig Prozent sind. Schmeißen wir ihm eine Granate auf. Fang! Nimm das! Was soll ich machen? So, wer ist jetzt dran? Ach, sie. Okay. Was machen wir denn mit ihr am besten? Ah, dann kann ich nicht mehr schießen. Hier könnte ich eventuell noch schießen, oder? Nee, kann ich auch nicht. Aber ich kann von hier noch fällen. Nee, ich kann noch schießen. Versuchen wir es mal. Das Eliminieren dieser Alien-Art hilft uns nicht weiter. Unsere Truppen sollten stattdessen eines von ihnen gefangen nehmen. Ich hab so ein Ding schon gefangen, halt die Fresse. Alle Missionsziele erreicht. Und alle überlebt. Richtig geil. Scheiß Alien-Fotzen. Ja. Beförderung! Aha, Claudia Lange heißt jetzt All In. Und wird befördert. Blitzschnelle Reflexe. Erste Gegner jeder Runde verfehlt diese Einheit automatisch. Nah und persönlich. Die Chance auf kritisch verbessert 3 gegen benachbarte Ziele. Der Bonus verringert sich mit zunehmender Entfernung zum Ziel. Machen wir doch mal das. Oh, Mr. Yeti. Der Joker wurde zum Captain befördert. Granadier ermöglicht den Transport von 2 Granaten pro Runde. Gefahrenzone erhöht den Wirkungsbereich vom Deckungsfeuer und allen Raketenangriffen um 2 Felder. Nehmen wir mal das. Schwebeleiche, dünne Mannleiche, Illyrium, Flugcomputer beschädigt, UFO-Quelle. Oh, jetzt haben wir ja richtig viel, wa? Wir haben keine Kohle mehr. Nach Aktivitätenscan. Da, der Außenwäldler-Splitter, da ist er. Das X markiert die Stelle. Errungenschaft. Ah, das X markiert die Stelle. Wo ist das X? Südafrika. Nee. Also gut. Leitstelle? Werden diese Koordinaten überwacht? Aufklärungssatellit Delta 2 kommt gerade in Sicht. Jetzt, Sir. Auf dem Monitor. Nichts. Nein. Das ist unmöglich. Ich weiß, dass da was ist. Da ist was! Thermische Sicht. Bring
bringt nichts. Hallo. Doch, thermische Sicht, da sitzt den was. Untergrund bitte. Na bitte. Ein Gebäude. Kontaktieren Sie alle verfügbaren. Ich bin sehr gespannt, was wir in dem Gebäude wohl finden werden. Sich vorzustellen, was die da machen. Ich glaube, das finden wir noch früh genug heraus. Okay, gefunden. Wie kommen wir rein? Ja, auf die alte Liebe, forschen und finden, das geht gar nicht klar. Die Methoden zur Erschaffung dieser Kristalle. Eine organische Maschine mit komplexen kommunikativen Fähigkeiten. Unsere Erforschung des Splitters von dem Außenmodell. Wir könnten Jahre damit sollten verbringen, unsere das zu untersuchen. Alien-Stützpunkt eindringen, okay. Alien-Navi-Computer, nee. Strahlwaffen? Plasmapistole? Habe ich nicht. Skelettanzug. Ich kann mir nur vorstellen, was die Aliens in einer Untergrundanlage tun könnten. So, kurze Unterbrechung.